Dritte Liga! Hallo, hier steht Jules Wadorf, auch einer der Aufstiegshelden. Du warst verletzt gestern, wie hast du das gestern von der Bank aus erlebt, dieses Spiel? Ja, war natürlich unglaublich, ne, muss man sagen. Stimmung war generell sehr, sehr gut, deswegen schon die ganze Woche vorher, auch nach dem Hinspiel, waren wir uns eigentlich sehr, sehr sicher, dass wir da noch was reißen können. Es war einfach fantastisch, geiler Moment. Wie war die Nacht? Kurz? Sehr kurz, ja. 2 Stunden Schlaf, ja, und dann geht's weiter jetzt, ja. Dann viel Spaß. Dankeschön. Okay, ja. Christian, du warst gestern auch im Stadion. Wie hast du das Ganze erlebt? Ja, es war fulminant. Die Leistung war sehr gut. Sehr anspruchsvoll auch, weil Ingolstadt war ein guter Gegner, ein sehr guter. Aber wir haben es natürlich sehr gut gepackt. Haben Sie es denn vorher noch geglaubt, dass es klappen könnte? Ja, so ein bisschen Hoffnung war natürlich nach dem späten Anschlusstreffer noch im Hinspiel. Aber nach dem 3-1 zur Pause war man natürlich doch schon sehr euphorisch. Toll, dass es geklappt hat. Du bist hier so der Herbergsvater des SVB in Wiesbaden. Wie fühlt sich das an, deinem Hund alles sowas nochmal zu erleben? Ja, wunderschön. Es gibt einfach nichts Schöneres. Ich wiederhole mich ja immer in meinen Aussprüchen. Ich sage, es ist egal, ob Kreisliga oder Dritte Liga, Aufstieg ist immer was Besonderes. Und deswegen, dass wir das jetzt auch mit dem Verein geschafft haben, dieses Ziel zu erreichen, ist, denke ich, was ganz Besonderes, weil bei uns hat man immer das Gefühl, es ist immer echt, wir müssen noch mal mehr tun, dass wir dieses Ziel erreichen als andere vielleicht. Und umso schöner ist es natürlich, dass wir es erreicht haben. Man soll ja bekanntlich aufhören, wenn es am schönsten ist. Aber wir hoffen alle, das wird bei dir nicht der Fall sein. Doch, das ist aber der Fall. Ich werde auf jeden Fall aktiv nicht mehr eingreifen nächstes Jahr. Aber ich werde im Verein bleiben. Also von daher ist alles gut. Ich werde trotzdem dabei sein und werde es genießen können, dass ich meinen Teil dazu beigetragen habe, dass die Jungs dann nächstes Jahr da spielen, wo sie spielen. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind voller Stolz. Nie mehr Dritte Liga.